gerade einfach eine Stunde Workouts gemacht. Also einmal Beautiful Body und Total Body Short. Und insgesamt 540 Kalorien verbrannt, oh mein Gott. Das erste war Bauch, Beine, Po, 21 Minuten und das zweite war Ganzkörper, 37 Minuten. Weil eigentlich habe ich mir eingestellt, dass ich jeden Tag Workouts mache. Das kann man sich auch aussuchen, ob man einmal die Woche macht, zweimal die Woche oder jeden Tag. Den ersten Tag, wo ich mich angemeldet habe, da habe ich mich vom Handy angemeldet und habe ich das Workout auf dem Handy gemacht. Und dann wollte ich ja mitfilmen. Hat aber irgendwie auf dem Laptop nicht geklappt oder ich habe nicht gecheckt, wo man hinklicken muss. Dann habe ich irgendwie einen Tag verpasst. Und dann habe ich mich nochmal mit dem Laptop angemeldet und dann ging es. Aber ich habe einen Workout pro Tag verpasst. Das heißt, ich musste ihn irgendwo hinschieben. Das heißt, früher oder später hätte ich 2 Workouts in einem Tag machen müssen. Deswegen habe ich den einfach heute gemacht. Und normalerweise dauern sie, die Workouts, so immer so 20 Minuten durchschnittlich. Mal 15, mal 20. Aber das, was ich verpasst habe, hat 37 Minuten gedauert. Und ich habe das für das heutige, was heute vorgesehen war, 21 Minuten, dann nochmal die 37, Alter. Oh mein Gott. Ich habe heute über 2 Stunden mit Diana telefoniert, bis ich keinen Akku mehr hatte und aufs Klo musste. Und heute ist Montag, heute hatten wir wieder Mathe, heute hat die Mathelehrerin wieder Arbeitsblätter und Arbeitsaufträge reingeschickt, die wir ihr heute schicken müssen und ich habe immer noch nichts gemacht. Also unsere Englischlehrerin hat uns in so einem Microsoft Teams Gruppe hinzugefügt. Am Anfang konnte ich mich auch anmelden und es war alles gut und jetzt geht es irgendwie nicht mehr und hat gesagt, ja, es ist Anwesenheitspflicht, ja, was kann ich machen, so, es geht hier nicht, ich bin ja nicht daran schuld und ich habe ihr schon 2 oder 3 E-Mails geschickt und sie hat mir immer noch auf keine einzige irgendwas geantwortet. Oh mein Gott, ich war gerade dabei, Mathematik fertig zu machen und dann kam plötzlich so ein, von draußen oder von irgendwo habe ich plötzlich so ein Gebet gehört und ich habe echt gedacht, dass Gott gekommen ist, um mich zu holen. Oh mein Gott, vor allem wenn ich Mathe mache. Wieso kommt diese heilige Stimme nicht, wenn ich irgendwas Heiliges mache? Auf jeden Fall haben wir echt gedacht, da ist jetzt irgendwas passiert wegen Corona oder so. Also ich weiß immer noch nicht, von wem es kommt, vielleicht von meiner Nachbarin oder so. Und ich glaube, das hat einfach jemand angemacht, also die Musik, und hat das einfach gehört. Ich glaube nicht, dass da jemand drum gegangen oder gelaufen ist und das in live gesungen hat. Ich habe noch heute noch gar nichts gemacht. Ich habe meinen Workout ausgelassen, weil das Laptop von jemand anderem gebraucht wurde. Und ich dachte mir so am Abend, aber am Abend ist es noch kackiger. Also wenn, dann mache ich die Workouts am Morgen. Ich lag heute einfach den ganzen Tag im Bett und habe nichts gemacht. Die Mathelehrerin hat heute komischerweise keine Mathehausaufgaben reingeschickt, wo sie das jedes Mal macht, an dem Tag, wo wir eigentlich Mathe haben. Und vor den Corona-Ferien hat sie schon richtig krass gehustet. Und jetzt denken wir, dass sich Corona bei ihr bestätigt hat. Aber es würde keinen einzigen Grund auf dieser Welt geben, dass sie uns nicht mit irgendwelchen Arbeitsblättern bombardiert. Thank you.
Ich habe mein Hater-Kommentare-Sing-Video endlich abgedreht und auch das meiste geschnitten. Ich exportiere das, aber ich muss, wenn es exportiert hat, nochmal was ändern, was dazufügen. Genau. Und ich habe aber noch nicht gesprochen. Also ich muss auf jeden Fall noch die Tonaufnahme machen. Vielleicht dann morgen. Echt, ich hoffe, das funktioniert jetzt alles. Weil ich habe keinen Bock, das nochmal von... Nee, ich werde das nicht von neu machen. Ich habe das jetzt Stunden dafür gebraucht, um das zu drehen, zu schneiden und bearbeiten.